Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind heute hier mit Mizuki, denn unser Girl Celeste hat sich mit ihr getroffen. Es sieht ja aus, als wäre es düstere Nacht, aber es ist gerade mal 8 Uhr abends. Dadurch, dass wir ja beim letzten Mal noch kurz in deren Haushalt waren, ist unser Event halt abgebrochen, aber das soll uns nicht stören. Wir werden trotzdem Zeit miteinander verbringen. Außer sie geht jetzt einfach. Hallo, bitte. Oma, ich möchte jetzt hier ein bisschen Zeit mit dir verbringen, okay? Nein. Hauptsache, wir können sie anbrüllen. Süß, bitten in die Sterne zu gucken. Stelle ich mir bei dem Schneeabfall aber auch ein bisschen anstrengend vor? Weil ich es mir wert bin. Anscheinend hat sich Celeste soeben mit einem egoistischen Sim angefreundet. Egoistische Sims haben hohe Ansprüche und eine noch höhere Meinung von sich selbst. Sie versuchen häufig, ihren Reichtum und Besitz zur Schau zu stellen und setzen hohe Erwartungen in jedes Erlebnis. Würdest du im Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Celeste egoistische Sims mag? Ich bin sehr verwirrt darüber. Weil ich würde nicht sagen, dass Mizuki sehr egoistisch ist. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal ja sagen. Ich bin sehr verwirrt, aber wir machen einfach mal. Als ob das die Kreativitätsfähigkeit steigert. Ich würde aber sagen, wir müssen jetzt so langsam auch mal wieder aufbrechen, nach Hause zu gehen. Weil Amaya darf ja nichts davon wissen, dass wir uns hier mit Mizuki getroffen haben. Und lieber ein bisschen früher als kurz vor knapp. Denn das könnte sonst Probleme geben. Nein, Mizuki, du kannst dann aber nicht mitkommen. Da sie jetzt eh schon auch relativ müde ist, würde ich sagen, legt sie sich auch einfach wieder hin. Das schöpft auf jeden Fall am wenigsten Verdacht. Wow! Amaya hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Also der Job lohnt sich dann vielleicht manchmal doch noch ein bisschen. Sie möchte schon wieder mit Jeremy reden. Das ist schon auch süß, ne? Oh, ich habe schon wieder vergessen, dass wir letztes Mal Pizza bestellt hatten. Geil! Dann füttern wir noch schnell Bertha und dann geht's gleich ins Bett. Guten Morgen! Erstmal wird hier geduscht. Ihr lockerer Zahn macht ihr schon wieder zu schaffen? Kann ich nachvollziehen. Ich machte das als Kind auch nicht. Wisst ihr, was wir uns auch mal verdient haben, was ich auch meinen Sims nie gebe? Eine Geschirrspülmaschine. Wir haben das Geld und es wird unser Leben ein bisschen einfacher machen. Oh, und sie frühstückt auch Pizza. Also es ist schon wieder... Also, wuhu! Sie kann ja nebenbei mal Elaine eine SMS schreiben, weil sie möchte ja immer noch sich mit Elaine anfreunden. Aber telefonieren ist ja immer so eine Sache... Weil das ist halt zu... Potenziell kann das zu vielen Problemen führen, so, ne? Wenn sie die Stimme hört. Was haben wir denn hier? Ins Fitnessstudio. Das ist für Kinder natürlich auch der perfekte Ort. Egal, wir gehen natürlich. Wir müssten jetzt ja eh in die Schule, also fällt es ja auch nicht so auf. Was mich verwirrt, wieso hat Mizuki jetzt wieder diese Brille? Ich hatte die doch weggenommen. Hä? Naja. Hi, Girl. So, erstmal wieder Geld abziehen, weil wir in San Myshuno sind. So, geht mal bitte erstmal rein, weil ich habe Angst, dass sie erfriert. Was? Nein, ich habe sie aus Versehen zur Schule schicken lassen. Das wollen wir nicht. Wir reisen da jetzt nochmal hin. Oh Mann, als wäre nichts gewesen. Geht jetzt rein. And now talk. Warum treffen wir uns hier? Das macht gar keinen Sinn. Obwohl wir natürlich, ich weiß ja, dass Kinder auch Yoga machen können. Weil dann macht das wieder ein bisschen mehr Sinn. Okay, es muss ein bisschen breiter, aber sonst macht das keinen Sinn. Ein bisschen Privatsphäre. Toll. Also für ein Ding, was ich jetzt in 2 Minuten hier hingekackt habe, ist das, glaube ich, ganz gut. Na, guck mal, da ist auch schon jemand. Können wir zusammen daran teilnehmen? Warum nicht? Okay, weil es schon voll ist anscheinend. Naja, egal. Keiner fragt sich, wieso da ein Kind ist und wieso da ein randalierender Werwolf ist. Es ist einfach alles ganz normal hier. Und morgen ist Winterfest. Die Geekcon ist. Können wir natürlich auch hingehen, ne? Ist vielleicht nochmal ein bisschen interessanter für so ein Kind. Und wir sind ja eh jetzt im San Myshuno. Elaine ist beschäftigt. Bitte? Aha, sie ist also beschäftigt, hm? Mach mich alles fertig hier. Sie kann sich ja ein Festival-Souvenir kaufen. Hier die Schneekugel. Und dann fragt Amaya später so, hä? Wo hast du die denn her? Ja, programmieren können wir ja als Kind noch nicht, oder? Nö. Aber wir können diesen Kurs machen. Hier, mach den Spieltest ruhig. Ich bin gespannt, wie viele Punkte sie erreichen wird. Okay. Also sie hat 30 Punkte. Aber ist doch gar nicht mal so schlecht. So, dann reden wir natürlich weiter mit Elaine. Selfie mit Cosplayer machen. Oh, sie umarmen sich. Wieso können wir eigentlich kein richtiges Foto zusammen machen? Weil sie jetzt hier gerade als Cosplayer auftritt, oder was? Celeste und Elaine als Spaßvögel. Ja, sehe ich eigentlich. Ja, doch. Und dann gibt's was zu essen. Where is Elaine? She's not here anymore. Und ich find's komisch. Hier steht, dass wir Freundinnen sind. Und das ist ja unser Ziel hier. Deswegen complete it. Wir sind Freunde. Wir sollten nach Hause gehen.
Das könnte sonst Probleme geben. So, wir gehen jetzt zu ihr und reden einfach mit ihr. Über ein paar Minuten Verspätung wundert man sich ja jetzt auch eigentlich nicht. Dann stellen wir die einfach hier auf die Kommode. So, dann verkauf du mal die Kartoffeln hier hinten. Und dann geht sie ins Kinderzimmer. Kann halt hier nicht drauf drücken und das ansehen. Deswegen tun wir jetzt einfach so, als würde sie das so sehen. Und sie so, hä, wo kommt die denn her? So, die habe ich dir jetzt nicht besorgt. Und dann Bemühungen hinsichtlich motorischen Wachstums loben. Aber dann fragen wir so, hä? So, wo hast du das her? Also in der Schule gibt es da einen Kiosk oder so? Weil offensichtlich, sie hat ja auch ein bisschen Geld ausgegeben fürs Essen und so. Und sie wundert sich natürlich ein bisschen. Aber noch macht sie sich jetzt nicht die größten Sorgen darum. Weil vielleicht hat sie die ja auch geschenkt bekommen oder so. Trotzdem ist das natürlich ein bisschen komisch. Vor allem, weil Celeste sie gerade angeschrien hat. Sie reagiert also sehr verteidigend dahingehend. Nach und nach wird das natürlich bröckeln und irgendwann wird es natürlich rauskommen. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt. Sie fragt sie natürlich, was steckt dahinter? Hirn fürs Kind, Alter. Perfekt. Ich glaube schon, dass sie doch sehr gerissen ist eigentlich. Kann sie eigentlich auch Schlittschuhlaufen gehen? Weil hier war doch eine Bahn, oder? Ja, süß. Das finde ich cool. I love it. A lot. Wow, ist das ein schönes Bild. Und wir können es noch nicht mal klauen. Schade. Das hätte ich mir sogar an eine Wand gehangen. Oh, Celeste hat ihren losen Zahn verloren. Sie hat sich den Zahn ausgeschlagen. Zahnkatastrophe. Oh nein, der harte Grund und Boden hat ein weiteres Opfer gefordert. Celeste ist nun um einen Zahn leichter. Ich wusste nicht, dass das geht. Oh mein Gott, ist das doof. Kannst du bitte dein Fahrrad mitnehmen? Nur weil sie mit dem Fahrrad nach Hause fahren wollte. Aber das geht ja nicht im Schnee. Jetzt hat sie ihr Fahrrad schon wieder da stehen gelassen. Hör jetzt auf. Sie kann ja mal ein bisschen gefühlvoll spielen, die Gute. Weil sie hat gerade nichts Besseres zu tun. Und ich würde gern auch mal wieder ein Video aufnehmen. Aber es soll halt einfach so ein normaler Vlog oder sowas sein. Kann dieses Mädchen aufhören, dieses Fahrrad hier stehen zu lassen? Ich teleportiere sie gleich zurück. Hat sie eine Phase noch eingeläutet. Und zwar die Lautphase, jawohl. So, sie hätte jetzt schon 20 Mal zu Hause sein sollen, deswegen teleportiere ich sie jetzt. Damit sie ihr dummes Fahrrad hier lässt. So, jetzt geh ich schlafen. Sie fühlt sich auf jeden Fall besser. Dann kann sie auf jeden Fall ein Video aufnehmen. Ich würde sagen, ich glaube mittlerweile kann sie auch nicht mehr so wirklich die Klappe halten. Und vielleicht macht sie jetzt einfach öffentlich, dass sie halt eben schon Mutter ist. Aber dass das halt die einzige Info ist, die einfach zu dem Kind jetzt erstmal öffentlich gehen wird. Weil wir müssen natürlich auch darüber reden, sie ist natürlich Newcomerin. Und es bleibt halt nicht aus, dass das sowieso Leute erfahren. Und dann ist es natürlich besser, wenn man es direkt von ihr erfährt. Und nicht erst über Dreiecken in irgendeiner Klatschpresse oder so. So, Hashtag TeenMom, Hashtag AsPost. Die Wahrheit kommt ans Licht. I love it. Es ist Winterfest, das habe ich schon wieder vergessen. Süß, Deko. Und dann macht sie ein festliches Frühstück natürlich. Und Celeste guckt natürlich nach Winterfestgeschenken in der Hoffnung, dass Mizuki oder Elaine ihr was geschickt haben. Und ich würde sagen, dass wir das Winterfest auch bei den Johnsons feiern werden. Ich habe vergessen, dass wir diese Kommode noch haben. Die wollen wir nicht. Und diesen VIP-Eimer, wild. Lassen wir auch mal lieber in Ruhe. Ey, ihre neue Schlafkleidung ist schon schön. Also ich lieb's einfach. Stimmt, sie kann ja mitkochen. Wie toll. Ich habe zu spät dran gedacht. So, und zum Fest mal rufen. Gesellschaft genießen. Oh. Dröhnendes Lachen, süß. Ach, die sind schon toll. Und dann gibt deiner Tochter gleich die beste Umarmung aller Zeiten, weil das ist so eine süße Interaktion. Look at it. Oh. Wie süß kann man denn sein? Oh je, oh je, oh je. Ja, also, es lebe das Chaos. Ja, okay. Ja, wir kümmern uns heute mal nicht darum. Wir wollen jetzt Zeit mit unserer Familie verbringen, während sie sich schon wieder streiten. Also, ach, Mann. Ich würde sagen, wir begeben uns dann schon mal zu den Johnsons. Hallöchen. Die haben hier so viel Platz für den Weihnachtsbaum. Ich lieb's. Dann können wir das zusammen nämlich alle dekorieren. Und ich muss euch noch eine Sache zeigen, bevor wir jetzt hier Weihnachten feiern. Fällt euch hier etwas auf? Ich habe das nicht bewusst getan, aber irgendwie kam mir der Name bekannt vor. Und keine Ahnung, ich dachte, das klingt einfach gut, als ich den Sim erstellt habe. Und jetzt haben wir das letztens ein bisschen gerewatcht, beziehungsweise sind dabei. Und das ist mir aufgefallen und das ist schon wieder so ein klassischer Geno-Moment.
So viel dazu. Wir dekorieren natürlich alle. Ganz oder gar nicht. Ich liebe diese Interaktion so sehr. Wir dekorieren jetzt erst den Baum, Leute. Cherry und Celeste sind soeben gute Freunde geworden. Das ist schon ein bisschen süß auch. Und dann beleuchten wir alle gemeinsam den Baum. Die Spitze haben wir irgendwie noch nicht gemacht. Dann können das nur die Erwachsenen. Warum brennt es? Ja, alles klar, ne? Also, ich möchte dazu nichts sagen. Kein Baum für diese Familie, ich sehe schon. Also, was wir legen da jetzt einfach? Diesen Teppich drüber. Viel Spaß. So, das mit dem Geschenk machen wir später. Nicht jetzt. Schön, dass ihr miteinander redet. Warum kann ich einmal was schön sein? Hoffentlich kommt Väterchen Frost trotzdem zu uns. Sie möchte mit Jeremy in die Wolken schauen. Ist ein bisschen süß auch, ne? Oh, ihr seid süß. Wirklich. Heiratsantrag machen, ja, ich glaube auch. Oh, sie kriegt ja gerade ein Geschenk. Süß. Also sie freut sich auch voll. Ein Tonklumpen. Gerne mehr. Ich finde auch schön, dass hier steht, Väterchen Frost hat Celeste ein Geschenk gegeben. Ich glaube nicht, dass Cherry Johnson Väterchen Frost ist. Aber wer bin ich schon, um das zu beurteilen? Ach süß, man kann hier sagen, so aufgeregt sein. Oh. Dann könnt ihr ja vielleicht zusammen singen. Wingersips zum Beispiel. Süß. Ach, schön. Ach so, er gönnt sich jetzt erstmal richtig. Mut auf jeden Fall. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Okay, hear me out. Ich vermute, dass es davon kommt, dass sie jetzt die letzten Tage ja öfter die Schule nicht besucht hat und die dementsprechend schon im Stoff weiter sind. Ich glaube, dass Amaya sagen würde, dass sie sich auf andere Themen konzentrieren soll. Weil ich meine, sie hat im eigenen Leibe erlebt, dass sie auch klarkommt, ohne einen schulischen Abschluss zu haben, dass das möglich ist, auch ohne, dass man in allem perfekt sein muss. Deswegen nehmen wir das hier. Er schreit erstmal seine Mutter an. Okay, volles Weihnachtsfest auf jeden Fall. So, geh mal hoch zu deinem Freund. Der ist da ganz alleine. Vielleicht braucht er mal ein bisschen Zärtlichkeit. Elaine ruft an. Ich kann mir vorstellen, dass Elaine jetzt halt nochmal so zusätzlich anruft. A, einfach weil Winterfest ist und B, weil sie jetzt ja Kontakt zu Celeste hat. Und offensichtlich wünscht sich Elaine natürlich auch wieder Kontakt zu ihrer Tochter zu haben. Aber Amaya ist natürlich noch nicht bereit und sie weiß ja auch nichts davon, dass Celeste und Elaine bereits Kontakt haben. Deswegen sagen wir einfach, ja, ich kann nicht. Ist sie irgendwie traurig darüber, weil sie würde sie natürlich schon gerne wiedersehen, aber die Umstände sind noch nicht gekommen. Warum hat er mit seinem Vater eine schlechte Beziehung? Was ist da falsch gelaufen? Celeste gesellt sich auch nochmal kurz dazu. Lou Howell, leave me alone. Aber es ist süß, dass die auf jeden Fall jetzt hier zusammen den Tag verbringen. Bis auf das Feuer ist es vielleicht jetzt nicht ganz so aufregend, aber das muss es auch nicht unbedingt sein. Aha, Cherry, aha. Sie hat anscheinend entweder gespickt oder irgendwas sabotiert. Was soll denn das hier? Ach, er kommt einfach zu ihr und knutscht sie ab, ne? Ey, ich kann nicht mehr. Guck mal, wer hier ist. Das nenne ich einige Geschenke, ja. Lässt sich sehen. Und Celeste redet natürlich jetzt nochmal mit ihm. Ich kann ihn nicht nach Geschenk fragen. Das ist gemein. Dann sollen jetzt wenigstens alle gemeinsam hier Geschenke öffnen. Cherry ist die Erste, aha. Oh, sie ist nicht begeistert. Schade. Jetzt ist die kleine Maus dran. Und sie sieht auch ein bisschen unzufrieden aus. Ein Zukunftswürfel. Und Amaya hat ein Anti-Affen-Messerset bekommen. Es ist wild. Und Jeremy, wie sieht's mit dir aus? Freust du dich auf dein Geschenk? Was ist es? Oh, ihm gefällt es tatsächlich. Immerhin. Wer bist du denn? Turner Björksen. Was machst du hier? Egal, ich würde jetzt an der Stelle den Part erstmal beenden. Ich glaube, wir haben heute einiges erlebt. Es ist mal wieder wild alles, ne? Deswegen, also, es wird hier noch so viel passieren und also chaotisch wird's, Drama wird's geben, aber es wird wahrscheinlich auch in gewisser Weise ein bisschen wholesome. Deswegen, we will see, wo uns das hier alles hinführen wird. Bei Ideen wie immer könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!